Hi Leute, ich bin's wieder, eure Anni, und ich habe heute wieder ein Pinkbox-Video für euch. Die ist gerade eben bei mir eingetrudelt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dem Video und wir legen direkt los. Anfang einmal ein paar kurze Fakten zu der Box. Die Pinkbox ist so eine monatliche Beauty-Abo-Box, die eben monatlich erscheint. Die kostet 15,95 Euro im absolut flexiblen, monatlich kündbaren Abo. Das heißt eben, ihr könnt die jederzeit ohne Verpflichtungen einfach monatlich kündigen. Das habe ich auch ganz lange gemacht. Mittlerweile bezahle ich, glaube ich, so, ich weiß nicht, 12 Euro oder 11 oder so, weil ich ein Jahresabo abgeschlossen habe. Kann man eben machen, um weniger zu bezahlen, hat dann aber diese monatliche Kündigungsfrist nicht mehr. Da ich sie aber sowieso behalten möchte, habe ich jetzt das Jahresabo abgeschlossen und spare gleich noch ein bisschen Geld. Ich würde sagen, ich habe aber genug gequatscht und wir gucken erstmal rein zusammen. Die Box sieht diesen Monat so aus. Das ist ein bisschen anders als sonst. Ich glaube, die hat eine neue Verpackung bekommen. Gefällt mir aber echt gut. Sieht richtig süß aus. Wir gucken auf jeden Fall mal zusammen rein. Und zwar ist das Thema der Box in diesem Monat Be Sporty. Da bin ich echt gespannt, was sie sich da haben einfallen lassen. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich habe tatsächlich in der Vorschau, in diesem Spoiler bei Instagram schon zwei Produkte gesehen und musste ein bisschen schmunzeln. Das erste ist tatsächlich von Hello Body, das Coco Smooth. Das ist die Augencreme. Und ich habe in meinem letzten Aufgebraucht-Video, habe ich die tatsächlich aussortiert, weil ich die schon ewig lange liegen habe und nie geschafft habe, sie aufzubrauchen. Ich benutze einfach nicht so viel Augencreme. Habe aber vor allem auch gesagt, dass ich sie mir nicht nachkaufen würde. Und zack, hat die Pinkbox mir eine neue beschert. Ich denke mal, ich werde die zur Seite legen und irgendwann mal in eine Verlosung packen oder die verschenken oder so. Ich finde es aber ganz cool, dass von Hello Body ein Produkt mit drin ist. Dann haben wir diesen Monat ein Shaker mit drin von Shape World. Hier, das ist einfach so ein Shaker-Teil. Die sind ja, glaube ich, für Eiweiß-Shakes gedacht. Ich trinke jetzt eigentlich keine Eiweiß-Shakes. Das heißt, ich brauche den eigentlich nicht. Ist vielleicht aber eine ganz coole Idee, wenn man sich das mal anders überlegt, mal einen da zu haben. Ich glaube, das ist das Goodie diesen Monat. Wir gucken aber nachher mal ins Heftchen, um mal zu gucken, ob es wirklich das Goodie ist. Machen wir erstmal weiter. Dann haben wir hier drei Masken tatsächlich drin, alle von Shabins. Das ist einmal die Aloe Vera Maske, dann die Anti-Falten Maske mit einem Sofort-Lifting-Effekt und die Hyaluron Maske mit tiefenwirksamer Hydration. Finde ich ganz cool, dass tatsächlich gleich drei davon drin sind. Könnte auch das Goodie sein, weil es halt gleich drei sind. Kann man auf jeden Fall benutzen. Ich mag Masken gerne, freue ich mich auch echt drüber. Dann haben wir schon wieder tatsächlich, glaube ich, das hatten wir letztens schon mal von Compete, einmal Blasenpflaster mit drin. Die sind dieses Mal für die Seite, hier vorne am Fuß. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ja, das sind halt Blasenpflaster. Das ist immer ganz cool, weil die relativ teuer sind. So brauche ich sie mir zumindest nicht kaufen. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon drei Packungen davon. Also gebraucht hätte ich sie eigentlich nicht. Es ist aber ganz cool, dass sie mit drin sind. Dann haben wir hier ein Deo drin von We Love the Planet, You Love Staying Fresh Naturally, Lucius Lime ist, glaube ich, die Sorte. Das ist hier so ein Papier oder ein Pappe, so ein Stick. Oh ja, okay. Den kann man hier unten so nach oben drücken. Also der riecht auf jeden Fall sehr, sehr fruchtig nach Limette, würde ich sagen. Ist jetzt tatsächlich nicht mein Lieblingsgeruch. Ich benutze lieber so saubere Gerüche bei Deos. Ist aber ganz cool, dass sowas mit drin ist. Man kann das auf jeden Fall mal ausprobieren. Gerade, dass es so ein Stick ist, finde ich ganz cool. Sowas benutze ich gerne. Ja, aber wie gesagt, der Geruch ist, glaube ich, jetzt nicht so 100% meins. Dann haben wir hier noch was drin. Das finde ich super cool. Das ist ein Duschschaum von Cosnature. Sanfte Reinigung für normale und sensible Haut. Hibiskusblüte ist die Sorte. Kenne ich nicht die Marke. Was ich aber ganz cool finde, ist, dass mein Duschschaum von einer anderen Marke als Bilou drin ist. Tatsächlich waren die letzten Monate immer Duschschäume von Bilou drin. Die mag ich auch ganz gerne.
Ist aber eine nette Abwechslung. Duschschaum finde ich mega, mega cool. Die benutze ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Vor allem, wenn der Schaum halt super weich ist, ist das echt angenehm. Freue ich mich auf jeden Fall auch drüber. Und ein Produkt haben wir noch drin. Und zwar ist das von Parsa. Ich glaube, das ist eine Rossmann-Marke. Haargummis sind jetzt hier noch mit drin. Das sind so graue mit so ein bisschen silbernem Glitzer mit dran. Finde ich auch cool. Ich trage die Haare ja fast immer zu, also immer als Zopf. Deswegen kann ich die auf jeden Fall auch richtig gut benutzen. Finde ich auch ein ganz süßes Produkt. Also es sind dieses Mal irgendwie viele Kleinigkeiten drin. Finde ich aber eigentlich ganz cool tatsächlich. Ich wollte aber mal ins Heftchen noch reingucken, was jetzt das Goodie gewesen ist. Ja, tatsächlich war der Shaker das Goodie, nicht die Masken. Die sind regulär mit drin. Es hätte bei dem Deo noch eine andere Variante gegeben. Sweet Serenity hätte es noch sein können. Das ist mit Rose und Honig. Ja gut, ich glaube, Rose hätte mir besser gefallen. Ja, ich denke mal, ich werde auch das Deo verschenken oder mal mit in eine Verlosungskiste packen. Da freut sich bestimmt jemand anders noch mehr drüber als ich. Ich fand die Produkte aber schön. Ist eine schöne, solide Box, finde ich. Ich mag die ja sehr, sehr gerne, weil da so einfache Produkte drin sind, die man auch easy nachkaufen kann und nicht so was Ausgefallenes immer. Dafür finde ich die super. Vor allem für den Preis hat man den Wert schon raus, wenn man nur die Augencreme sich anguckt. Die kostet, glaube ich, 29,99 ohne Rabatt. Würde ich sie nicht kaufen, aber kostet sie theoretisch regulär. Da hat man den Wert schon wieder locker raus. Und um es auszuprobieren, gefällt die mir echt gut. Ich bin noch nicht bezahlt worden dafür oder so, das zu sagen. Ich habe die tatsächlich selber im Abo und bin einfach super begeistert. Deswegen kann ich sie auch total empfehlen. Ich würde das Video an der Stelle tatsächlich jetzt schon beenden. Ich habe versucht, mich mal ein bisschen kürzer zu fassen. Schreibt mir doch gerne mal rein, ob euch das so besser gefällt. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zugucken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, macht's gut!